Ministerkonferenz in Potsdam. Es wurde schon gesagt, es geht um die Frage der Hochwasserhilfen und daher vertrete ich Sie heute zu diesem Tagesordnungspunkt. Es wird Sie daher nicht verwundern, dass ich keine Aussagen zur rechtlichen Diskussion im Finanzausschuss treffen werde. Ich hoffe jedoch, dass es im Ausschuss zu einer schnellen rechtskonformen Lösung kommen mag. Das ist ja auch schon in der Debatte gesagt worden. Das ist wichtig, denn solche Diskussionen kosten uns wertvolle Zeit. Worum geht es, meine Damen und Herren? Die überall zu besichtigenden Schlaglöcher auf unseren Landesstraßen machen eines deutlich. Die Infrastruktur in Schleswig-Holstein, ja in ganz Deutschland, ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem Sanierungsfall geworden. Mehr als ein Drittel aller Straßen im Land ist mittlerweile marode. Und der Landesrechnungshof hat den Sanierungsstau alleine für das Landesstraßennetz auf über 100 Millionen Euro beziffert. Ich freue mich auch darüber, dass in der Debatte jetzt Sachlichkeit eingekehrt ist und die gegenseitigen Vorwürfe, wer ist denn nun eigentlich für die Schlaglöcher im Lande verantwortlich, dann doch ein bisschen zurückgegangen ist. Niemand kann sich, glaube ich, herausreden über die Verantwortung der letzten 20 Jahre Infrastrukturpolitik. Wir von der SPD tun das jedenfalls auch nicht. Ich sage das alles, meine Damen und Herren, weil das natürlich Gründe gibt. Die strukturelle Unterfinanzierung unserer Haushalte macht es schlichtweg nicht möglich, die Landesstraßen in der Qualität zu erhalten, die wir uns alle wünschen. Meine Damen und Herren, die gewaltige Dimension des Sanierungsstaus bei der öffentlichen Infrastruktur ist für mich ein weiterer Beleg dafür, dass wir dringend die finanzielle Ausstattung von Ländern und Kommunen verbessern müssen. Solange auf Bundesebene noch kein Kurswechsel in Richtung einer besseren Finanzausstattung von Ländern und Kommunen erfolgt ist, müssen wir auf Landesebene alle Kräfte bündeln, um mit dem vorhandenen Geld unsere Straßen in einem möglichst guten Zustand zu erhalten. Ich glaube, und das ist auch meine Überzeugung, die Regierungskoalition hat dem Rechnung getragen und eigentlich einen klugen Gesetzentwurf eingebracht, der vorsieht, verbleibende Mittel aus dem Profi-B-Programm bis zur Höhe von 8 Millionen Euro in ein Sondervermögen zur Unterhaltung und Instandsetzung unserer Landesstraßen umzuschichten. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfragebemerkung des Abgeordneten Koch? Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Minister. Sie haben eingangs um eine schnelle Umsetzung gebeten des Gesetzentwurfs. Gerade eben sprachen Sie von einem klugen Gesetzentwurf, der jetzt ja aber bedauerlicherweise erst Ende August zur Verabschiedung kommen kann. Meine Frage wäre, wie viele Millionen schaffen Sie denn in diesem Jahr noch zu verbauen mit dem Geld, das Sie in die Regierungskoalition Ende August zur Verfügung stellen werden? Wir werden uns bemühen, wenn es um eine schnelle Lösung geht, dass wir das, was zur Verfügung gestellt werden kann über Profi B, wir haben ja von bis zu 8 Millionen gesprochen, dass wir versuchen werden, das zu verbauen. Aber jeder Monat kostet Zeit bei der Umsetzung, das ist auch klar. Meine Damen und Herren, damit sind wir auch bei dem Thema, was Herr Koch gerade angesprochen hat. Wir gehen davon aus, dass die Profi-B-Mittel Maßnahmen betrifft, die noch 2013 ausgeführt werden. Und deshalb spielt die Zeit bei der Umsetzung eine große Rolle. Dieses Geld jetzt in die Hand zu nehmen, um die Situation auf unseren Landesstraßen zügig zu verbessern, ist, glaube ich, da werden Sie mir alle beipflichten, eine sehr gute Idee. Sie passt auch zu den Gedanken von Profi B, da eine richtige Sanierung auf Dauer Kosten spart für den Landeshaushalt, die durch ständige Flickschusterei normalerweise entstehen würde. Und Herr Koch, ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Debatte führen. Das gilt auch für die Piraten. Ich glaube, es gibt kein gutes oder ein schlechtes Sondervermögen, sondern wir wollen die Debatte zur Bildung eines Sondervermögens deshalb führen, weil sie auch zur aktuellen Debatte, die wir in Deutschland insgesamt führen, zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur passt. Hier geht es nämlich nicht um sogenannte Schattenhaushalte, sondern um moderne, transparente Instrumente zur Finanzierung besonderer Aufgaben. Und wenn wir in der Bodewig-Kommission entsprechende Vorschläge für Deutschland machen wollen, dann wollen wir in Schleswig-Holstein auch mit einem guten Beispiel vorangehen und sagen, ja, so geht das mit dem Landeshaushalt und mit dem Landeshaushaltsrecht in Schleswig-Holstein. Umso bedauerlicher ist, dass wir diesen Zeitverzug haben. Ich finde es schade, dass wir die Sommerpause abwarten müssen. Das ist durch die unterschiedlichen Diskussionen ja entstanden. Ich hoffe aber im Interesse aller, dass diejenigen, die über die Schlaglöcher auf unseren Straßen klagen, dass wir im Ausschuss zu einer zügigen Lösung kommen und dann entsprechend auch noch in diesem Jahr entsprechende Maßnahmen umsetzen können. Vielen Dank.